Seid gegrüßt, ihr dunklen Seelen. Hier bei Hazard of Darkness hört ihr das Beste aus Metal. Back from the ruins of a run. Alternative. EBM. Außerdem bieten wir euch Gewinnspiele, Charts und vieles mehr. Dranbleiben lohnt sich. Radio Hazard of Darkness. Ja, einen wunderschönen guten Abend. 20.04 Uhr haben wir es hier bei Radio Hazard of Darkness und ich freue mich riesig, hier Jutta Weinhold begrüßen zu dürfen. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo Mike, ich freue mich, bei dir, bei euch zu sein und ich hoffe, wir haben zwei ganz, ganz interessante, lustige Stunden miteinander und auch einen schönen Gruß an die Hörer. Ihr habt gut gewählt heute, dass ihr eingeschaltet seid. Auf jeden Fall. Ja, liebe Jutta, wir haben ja auch schon irgendwie so ein wenig über dein musikalisches Schaffen geredet und ja. Ein wenig ist gut. Ein wenig. Ein okay, gut. Ja. Ne? So, deine musikalische Karriere, die geht ja bis zurück ins Jahre 1969, wo du angefangen hast, in Musicals mitzumachen, wie zum Beispiel dieses wundervolle Musical Hair. Viele Hörer werden das vielleicht gar nicht kennen, aber vielleicht solltest du mal erstmal, fangen wir mal in der Vergangenheit an, bevor wir in die Gegenwart rübergehen. Mhm. Wie bist du da hingekommen? Ach, hier ist doch der Hammer. Ich meine, damals war diese ganze Musik, ich habe 3-4 Jahre vorher schon eine Schülerband gehabt und ich war damals schon der Rockmusik verfallen. Ne? Und ich hatte aber noch eine Lehre zu absolvieren und ich habe Industriekaufmann gelernt und habe das auch absolviert und auch die Prüfung bestanden. Ho, ho. Und dann gab es aber kein Halten mehr. Ich war beim ZDF beschäftigt und dann kamen echt so ein paar Redakteure und meinten, Herr Jutta, du bist doch so eine Verrückte, da läuft so ein heavy, tolles Musik im Moment, da musst du eigentlich hin. Da gibt es eine neue Audition in Düsseldorf und hier ist eine Platte, schaff dir doch mal ein oder zwei Songs drauf und wir fahren mit dir dahin und dann machst du die Audition, singst vor und dann gucken wir mal, ob wir nicht mal das, deine ganze Gesangskarriere ein bisschen anstoßen können. Es war der Hammer. Die sind mit mir dahin, ich habe die Lieder mir drauf geschafft und wir sind dahin gefahren und hey, ich wurde genommen. Es war der Hammer. Jürgen Markus und ich, wir waren die einzigen, die an dem Tag genommen worden sind. Und dann mussten die beiden Redakteure erstmal zu meinem Chef gehen, zu dem Personalchef und erstmal fragen, können wir die Jutta mal irgendwie beurlauben oder so. Ne? Und das ZDF war damals wahnsinnig großzügig. Die haben gesagt, okay, Jutta, mach das mal. Und wenn du kriegst von uns 3 Monate unbezahlten Urlaub und wenn es nichts ist, kommst wieder und hast deine Stelle wieder und wenn es gut ist, dann bist du dort und dann wünschen wir dir alles Gute. Und ich fand das richtig toll vom ZDF, dass sie das so gemacht haben. Ich weiß nicht, ob das heute noch so passieren würde. Ne? Nee, und das war für mich so ein kleiner Background und ich bin da nicht ganz so ins ganz kalte Wasser gesprungen. Ne? Obwohl kalt genug war das Wasser schon, weil ich bin ja ein Landei, ich komme ja vom Land. Ich habe immer viel gewollt, aber eigentlich noch nicht viel gekonnt damals. Aber okay, ich bin da genommen worden bei Hair und habe dann halt einfach mal das ganze Thema kennengelernt, diese ganze Hippie-Philosophie und für mich war diese Rockmusik überhaupt, ne, so Led Zeppelin und Yardbirds und Small Faces und Bob Dylan und Janis Joplin und so, das war für mich einfach eine Kulturrevolution und es gab einfach, ja, es gab kein Halten und dann August 1969 und Jutta war weg. Ja, ich würd mal sagen, wahrscheinlich waren deine Chefs traurig, aber ich muss sagen, also so, ja, so für die Musiklandschaft bist du eine absolute Bereicherung und das schon seit über 40 Jahren. Ja, und ich glaube, alte Rock'n'Roll-Pionier.
Und ich glaube auch in deinen Job als Industriekauffrau wärst du wahrscheinlich versauert und auch nicht glücklich geworden, ne? Nee, bestimmt nicht. Weißt du, ich habe ja schon immer die Schülerbands gehabt, ne? Und wir haben schon immer damals gespielt und ich weiß noch 1962, mein erstes Lied war irgendwie mit der Band The House of the Rising Sun von Animals, Eric Burden und so. Aber ich war einfach verfallen, ne? Ich hatte Blut geleckt und ich war nicht zu halten und aber ich habe, wie gesagt, die Lehre angefangen und es ist grundsätzlich so, dass ich alles beende, was ich anfange. Ich würde nie etwas anfangen und dann irgendwie das Handtuch werfen oder so. Das kommt nicht in Frage. Also ich bin da sehr diszipliniert und ich ziehe das unbedingt durch, was ich begonnen habe. Und damals war das dann halt auch so mit Industriekaufmann. Das habe ich durchgezogen und habe die Prüfung bestanden und war auch sogar ein bisschen stolz auf mich, weil ich war natürlich total faul, ne? Ich habe halt schon damals, haben wir in den Ami-Clubs gespielt in Mainz und Wiesbaden, die gab's dort zuhauf und bin dann immer erst morgens nach Hause gekommen am Wochenende und musste dann montags morgens dann wieder raus und zur Schule oder zur Arbeit und es war schon ganz schön hart, ne? Aber wie gesagt, ich habe es gemacht, ich habe es durchgezogen und ich habe es nie bereut. Es war immer gut, hat mir immer ein bisschen Background gegeben und so für mein abenteuerliches Leben, was ich dann begonnen habe. Und es hat vor allen Dingen auch für meine Eltern war es auch gut, weil meine Eltern sind sehr nett und ich habe die sehr gern und ich wollte denen auch nicht allzu viel Sorgen machen. Und deswegen alles okay gegangen, alles okay gelaufen und ich habe ja auch Hair und Hippie und Drogen und Alkohol, ich habe das ja alles auch wunderbar überlebt. Hey, liebe Kinder, also für euch zu Hause, also zu dem Thema Drogen, don't try this at home, ne, würde ich sagen. Und ja, wir haben es noch vor 22 Uhr. Also mit Drogen meint sicherlich die Jutta irgendwie so, dass sie dann halt ein Glas Bier getrunken hat. Mike, ich würde das nie glorifizieren, weil es ist einfach wahnsinnig schädlich. Es raubt den Menschen die Energie, die sie eigentlich fürs Leben brauchen. Und deswegen ist das, also Drogen und auch Alkohol ist einfach No-Go. Und Musik kann eine Droge sein. Man selbst kann eine Droge sein, wenn man kreativ ist und selbst etwas erschafft. Das sind gute Drogen, die geben Energie. Und alle anderen Drogen, die Little Helpers etc., die rauben deine Energie. Und deswegen... Kein Mensch braucht das. Kein Mensch braucht das wirklich. Also ich hab einen guten Freund, der singt auch in einer Band und der lehnt auch total Drogen ab und der sagt immer zu mir, my drug is a rock. Das kannst du mit Sicherheit auch unterschreiben, oder? Ja, das kann man sagen, natürlich. Rock'n'Roll und Rockmusik und speziell die verzerrten Gitarren im Metal und speziell der schwere, harte Groove, der schwere, harte Beat, ist meine Leidenschaft. Das ist einfach so. Und wenn man das hat, braucht man eigentlich nichts anderes mehr. Richtig, ganz genau. Ne? Ja, liebe Jutta, wollen wir jetzt erstmal aus deinem Schaffen mal ein wenig hier Musik machen? Ich habe jetzt hier etwas rausgesucht, was du dir natürlich auch rausgesucht hast. Ich habe hier jetzt eine Nummer, und zwar nämlich aus dem Jahre 1990 von deiner Band Velvet Viper. Und zwar nämlich die Nummer Merlin. Vielleicht magst du noch ein bisschen was zu dem Text dazu sagen, bevor ich die Nummer abfahre. Naja, Merlin, wir kennen ja alle Merlin. Merlin ist der große Zauberer, der große, große Schamane an König Arthurs Hof. Und das Konzept von der LP dreht sich ja auch um Camelot und um König Arthurs auf dieser Platte. Und und Merlin ist der große Zauberer. Und wenn wir Hilfe brauchen, dann müssen wir ihn rufen und nur laut genug rufen. Und dann kommt der und hilft uns, wie das schon immer so war bei den Schamanen. Okay. Ja, dann kommen wir jetzt erstmal zu Merlin, Velvet Viper mit der wundervollen Jutta Weinhold. Ja. Ja, Velvet Viper, ja, Jutta Weinhold hier zu Gast bei Radio Hazard of Darkness. 20.16 Uhr haben wir's. Und ja, liebe Jutta, kommen wir mal, wie würde ich sagen, zu einem von meinen favorisierten Songs. Ich bin voll nervös, ey. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, okay, Macht nichts. Ist ja nicht so, dass ich das erste Mal irgendwie ein Interview führe, aber mit so einer tollen Rockgröße ist das schon irgendwie eine ganz, ganz besondere Sache. Hallo! Ja. Okay, es bleibt cool, Mike. Ich sitze ja nicht gegenüber. Ja. Ich sehe dich hier zwar auf dem Bildschirm,
Ja, aber wir sehen. Ne, aber da sind ja ein paar Kilometer dazwischen. Ja, nur ein paar Meter. Also das ist nicht weiter wild. Ja, okay. Ja, Jutta, der Blackbone-Song, auch einer meiner favorisierten Songs von Z-Jago. Ne? Ja. Und das ist, also ich finde, das ist sehr, sehr mystisch, was du damals gemacht hast. Ja, ist es auch. Blackbone Song ist auch eine sehr geile Nummer, und es ist dieses Lied hat einfach Spirit, und das ist ein Lied, was auch heute in unserem Live-Programm ist, und die Leute lieben es, und ich auch und wir alle, und wir lieben es zu spielen, und es ist einfach eine geile Nummer. Es sind die Verdammten des Meeres, die Kompagnons vom Fliegenden Holländer, die dazu verdammt sind, nicht leben und nicht sterben zu dürfen. Und die fahren so also über die sieben Weltmeere und sind von und möchten doch irgendwie wieder gerettet werden. Und wenn sie sieben Jahre lang das Lied singen, haben sie die Chance, irgendwann doch mal sterben zu dürfen. Das ist die Geschichte von Blackbone Song. Und muss dir halt vorstellen, so diese Galeere, und da sitzen diese Jungs und werden angetrieben und müssen rudern, was das Zeug hält. Und es ist halt alles eine sehr gespenstische Angelegenheit. Und wir hatten damals ja auch das Video gemacht, und da ist ja unser Bubi auch so fantastisch drauf gewesen. Der schlägt da die große Trommel, und man kann sich genau vorstellen, was da halt abgeht, ne, was damit gemeint ist. Und ja, für die Leute, die es vielleicht nicht kennen, es gibt auch einen sehr, sehr schönen, geilen Videoclip von Z-Jago. Gibt einfach mal bei YouTube ein Z-Jago Blackbone Song. Ne? Also ist eins mit der, würde ich sagen, so der gelungensten Videos aus den 80er Jahren, und auch sehr, sehr aufwendig produziert. Ne? Ja, das haben wir in London produziert. Wir waren ja damals bei der RCA unter Vertrag, und damals waren die Plattenfirmen halt noch wirklich Plattenfirmen. Da wurde ganz viel wirklich investiert, um eine Band zu promoten und um eine Band zu supporten. Man hat so einen Künstlervertrag gehabt, und die Plattenfirmen, die haben sich dann um einen gekümmert. Und dieses Video wurde auch von einer sehr guten Filmcompany in England, in London gedreht, und ja, war eine tolle Sache, war eine schöne Sache. Ja, bevor ich jetzt hier zu dem Original komme, Blackbone Song von Z-Jago, du hast den Song nochmal neu aufgenommen mit einer Band, die nennt sich Messenger. Und zwar ist das Album erschienen im Jahre 2013, also im letzten Jahr. Wie ist das dazu gekommen? Ja, ich habe die Messenger kennengelernt, und den Sigi, und der hat gesagt, Jutta, wir haben die Idee, wir würden gerne den Song auf unsere nächste Platte packen. Hast du Lust, den mit mir zu singen? Und und da ich beim Singen immer dabei bin, und ja, da gibt's für mich überhaupt nicht lange überlegen. Habe gesagt, okay, Sigi, ich mach das. Und dann habe ich das gemacht. Und die haben das dann ja auf ihrer neuen Platte veröffentlicht, den Blackbone Song. This song is never ending. Es geht immer weiter. Bin mal gespannt, was wir da in 20 Jahren mitmachen. Ja, ich sag ja immer so, richtige Rockhymnen, und das ist auch der Blackbone Song unter anderem, ne, die werden nie sterben. Das heißt also, wenn ich das mal so für dich so übersetzen darf, also so wie ich das sehe, ja, so Rockhymnen, ne, es können sehr, sehr viele Menschen von diesem Planeten runtergehen, die dann halt von den Walküren geholt werden und ja, nach Asgard fahren und an Odins Tafel Platz nehmen. Ja. Ja. Aber die Musik bleibt immer bestehen. Ja, das ist das Schöne an Musik. Ich glaube, Songs, die einen Spirit haben, Mike, die bleiben bestehen. Es ist der Spirit, der ein Lied ausmacht. Und ich meine, wir haben bei Blackbone Song, da haben wir den Spirit. Ich empfinde das heute noch so, und es ist schon so lange her. Aber ich sag dir, dass ich jetzt auch diese Lieder wieder singe, nach dem ganzen Stress mit, ich habe 20 Jahre die Songs nicht gesungen, und jetzt singe ich sie wieder, und ich habe einfach, es ist einfach toll, ne? Wir waren letztes Jahr auf dem Metal Assault und das erste große Festival, Entschuldigung, seit vielen, vielen Jahren, und die Leute haben diese Refrains von unseren Songs mitgesungen, und ich stand auf der Bühne, Mike, und ich habe echt gedacht, come on, Jutta, wenn ich jetzt tot umfallen würde, dann wäre es völlig in Ordnung, weil mehr geht nicht.
Verstehst du? Ich war so berührt und ich war so gerührt und es war so ein toller Moment, als die ganzen Leute diese Lieder mitgesungen haben und nach so langer Zeit, ne? Und ich fand das klasse, ich fand das super. Und ich meine, das ist der Spirit und darum geht's in der Musik. Ja, ich merke schon. Also ich glaube, wenn man da oben auf der Bühne steht, das ist ja so etwas wie eine Sucht, glaube ich. Ne, my drug is rock, habe ich ja vorhin gesagt. Und ich glaube, wenn man einmal auf der Bühne stand und dann will man da immer drauf stehen. Ja, es ist wirklich die Leidenschaft und die ist ungebrochen bei mir zum Beispiel. Ich bin, obwohl natürlich ich schon lange Musik mache und die Achterbahn öfters runtergefahren bin als rauf. Trotzdem bin ich immer noch hier voll dabei und freue mich einfach, wenn ich merke, dass das Publikum, wenn da die Sonne aufgeht, verstehst du, wenn ich merke, dass die Leute jetzt zuhören und dass ich sie jetzt erreichen kann, dann ist das 100% und das ist die Musik. Dann ist Musik das Ganze. Es passiert nicht nur auf der Bühne. Es passiert immer auch mit dem Publikum. Das Publikum ist so wahnsinnig wichtig dabei. Ich gebe Energie und ich bekomme Energie zurück. Ich gebe Spirit und ich bekomme Spirit zurück. Und so stapeln wir das auf. Und das ist wie eine Kettenreaktion. Und irgendwann haben wir alle, die in dem Saal oder in dem Club sind, einfach das Gefühl, ja, so muss es sein. Und mehr geht nicht. Und das ist eigentlich für mich, ist das immer der Live-Moment. Deswegen sage ich auch immer zu den Leuten, sie sollen in die Clubs gehen und sich Bands live anhören, das ist viel schöner als in der Konserve. Und das ist immer ein einmaliges Erlebnis, weil jeder Auftritt ist anders. Und es ist immer unique. Und es ist, ja, und es ist einfach eine tolle Sache, ne? Und ja, man kann einfach nur die Leute dazu auffordern, das auch in Anspruch zu nehmen und hin in die Clubs zu gehen, um die Livebands zu hören, zu sehen, wie sie atmen, zu sehen, wie sie schwitzen, zu sehen, wie sie sich die Seele aus dem Leib singen und zu sehen, wie die Finger bluten auf den Gitarren und es ist, oder verstehst du, oder wie der Schlagzeuger reinhaut und sagt, okay, und ich mache nie wieder was anderes. Und aber das ist das darum geht es in der Musik. Musik ist nicht nur Flitter und Flitter und Musik ist nicht nur die Lightshow oder irgendwelche Bomben oder irgendwelche Pyrotechniker. Musik ist Musik und die empfindet man und die geht ins Herz und die geht in die Seele und die geht in den Körper und die geht in den Kopf und wir machen dann das Headbanging für alle Altersklassen, weil es einfach ein Bestandteil dieser Musik ist. Es ist einfach nur geil und ich bin froh und ich bin voller Demut eigentlich, dass ich auch heute echt noch alles singen kann, was ich nur singen will und dass ich da, tja, immer noch die Möglichkeit habe oder die Gabe habe, mich zu öffnen und jeder vom Publikum kann ein Stück aus mir rausholen. Für jeden ist was da und das finde ich einfach gut und ich bin einfach noch nicht abgestumpft und nicht frustriert, obwohl mir schon der Himmel über dem Kopf zusammengefallen ist. Ich freue mich einfach bei jedem Auftritt, bei jedem Gig erneut auf die Lieder, die ich da singe. Jutta Und ich meine das ganz ehrlich. Ja, wir hören hier Jutta Weinhold bei Radio Hazard of Darkness. Eine Musikerin mit Leib und Seele. Ja, der Blackbone Song, ja, gecovert von der Band Messenger. Natürlich auch am Gesang Jutta Weinhold, Blackbone Song. Ja, der Blackbone Song, ja, hier interpretiert von der Band Messenger, wo auch Jutta Weinhold auch mit zur Seite stand. Ja, liebe Jutta, du hast ja nicht nur irgendwie deine eigenen Songs, sondern du stehst ja nun auch unter anderem auf Leute, die, ich habe jetzt hier einen Interpreten, welchen du mir auch genannt hast, der leider auch schon vor drei oder vier, ich weiß gar nicht, ich glaube 2010 war es, verstorben ist im Alter von, ganz genau, Alter von 67 Jahren. Ne? Ja, das ist ja auch ein Musiker, ne, der irgendwie auch Generationen bewegt hat. Ja, furchtbar. Kein Alter, ist klar, ne? Ist schade. Und er war unique, er war einzigartig in seinem Gesang, ne? Der Dio.
Ja, auf jeden Fall. Rest in Peace, Dio. Irgendwann sehen wir uns bei der Super Session im Nirvana. Ja, ich würd nicht sagen im Nirvana, sondern ich habe es ja vorhin schon gesagt, ne? Also das ist so mein Denken und das ist, glaube ich, auch dein Denken, ne? Wir nehmen irgendwann mal alle an Odins Tafel Platz. Oder? Ja, alle gehen wir nach Valhall. Wir lassen uns von den Walküren abholen, wenn wir tot sind, und dann kriegen wir den Göttertrank Ambrosia und dann werden wir alle wieder fit und dann machen wir Rock'n'Roll. Oh ja, Ambrosia. Ambrosia, dazu hast du ja, das bringt mich noch dazu, bevor ich jetzt hier Ronnie James Dio spiele, hast du ja auch auf dem Wacken-Konzert hast du ja auch eine sehr, sehr tolle Ansage gemacht. Ne? Mhm. Das fand ich also sowas von geil, als ich damals mit dabei war, wo du auf der Bühne standest und es waren, ich weiß nicht, war irgendwie so 13 oder 14 Uhr. Du hast irgendwie eine scheiß Zeit bekommen, um das mal so zu sagen. Ja, natürlich. Ne? Als, ne? Weißt du, ich bin vierte Liga und vierte Ligen kriegen halt immer so nur 13 Uhr oder 13.30 Uhr. Wie bitte? Kannst nichts machen. Wie bitte? Vierte Liga? Und ja, vom Business her, vom Können her bestimmt nicht. Da bin ich bestimmt eine da bist du absolut vorderen Ligen. Also ne? Da muss ich dich jetzt unterbrechen und da muss ich sagen, da bist du absolut, absolut erste Liga, da bist du einer der Rock'n'Roll, Hardrock und Metal Queens, wie zum Beispiel auch, ich will dich nicht auf eine Stufe stellen mit Doro Pesch, aber in der Liga spielst du auf jeden Fall auch mit. Okay, danke. Ja, aber sehr, sehr gerne. Ronnie James Dio, Rock'n'Roll Children. Ja, Rock'n'Roll Children, unvergessen Ronnie James Dio. Natürlich auch aus einer Zeit, aus den 80er Jahren, ne, die uns auch richtig geil bewegt hat. Ne? Und auch, Jutta, ich glaube, du hast ja eben schon gesagt, hast ja auch ein sehr, sehr schönes Verhältnis zu dieser Musik, auch zu anderen Musikern gehabt. Hast du eigentlich Ronnie James Dio persönlich mal kennengelernt? Nur flüchtig, nur Hallo. Ich war auf Wacken und er war auch auf Wacken und da haben wir nur Hallo, nice to meet you. Mehr nicht. Aber ich habe gehört, er ist ein ganz netter Mensch. Gewesen, klar. Auf jeden Fall. Komme ich zu einem Album aus dem Jahre 1992 und das war ein Song, den ich auch mal auf meiner Facebook-Seite gepostet habe, wo dann auch der Kontakt zwischen uns beiden zusammengekommen ist, und zwar nämlich To Be or Not, so heißt das Album aus dem Jahre 93, Entschuldigung, ja. Und noch was ist vielleicht interessant, Mike, da habe ich mit einer tschechischen Band Citron, das war eine sehr gute Hardrock-Band aus Prag, die haben das, die haben die Platte eingespielt und ich finde, die haben das gut gemacht, das sind erstklassige Musiker gewesen, war sehr schön. Ja, also so viel noch als Info. Nee, also ich muss auch sagen, weil du es eben gerade erwähnt hast, so seit seit diesem großen Mauerfall 1990 ist ja auch sehr, sehr viel musikalisch aus dem Osten rübergekommen und die haben ja auch eine ganz andere Ausbildung als jetzt beispielsweise jetzt hier die Leute, also zumindest damals im Westen hatten, studierte Musiker, die es aber doch trotzdem leider auch nicht so weit gebracht haben. Hast du auch mal mit irgendwelchen Leuten aus dem Osten zusammengespielt? Ja, wie gesagt, Citron, die Band aus Prag. Die haben diese To Be or Not CD eingespielt. Wir haben, Jan Nemec hat die Platte produziert und er ist ja ein Tscheche und er hat die Connections hergestellt zu Citron und dann sind die hergekommen nach Hamburg und haben die das für mich mit mir aufgenommen und die haben das sehr gut gemacht und ich war auch 1993, 1994, da habe ich auch ein paar Festivals in Prag gemacht, Open Airs, mit der Band, mit Citron. Das war auch große Klasse, weil die Leute waren damals so hungrig da drüben. Das war, die waren so hungrig nach Rockmusik und es war so ein geiles Feeling. War toll, war ein so schönes Erlebnis. Und das sind auch alles klasse Musiker gewesen. Sehr nett erstens mal, sehr bodenständig und vor allen Dingen sehr, 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 sehr gut einfach, sehr handwerklich sehr gut. Können alle spielen und wissen, was sie da tun.
Ja, Hungrig ist auch ein sehr, sehr, sehr guter gemeinsamer Freund von uns. Das hast du auch letztens kommentiert, und zwar nämlich der Tutti aus Braunschweig mit aus dem Schabreu. Der Tutti, ja. Du kennst ihn, ne? Du kennst ihn ja auch, ne? Nur per Internet, also nur über Facebook. Und ich habe das halt mitgekriegt, der hat lange gekämpft um das Schabreu, dass er da Live-Musik machen darf, ne? Musste die Genehmigung haben und wegen Nachbarn und Lautstärke und so. Daher kenne ich Tutti, mehr nicht. Also ich wollte da auch schon immer mal spielen, aber das hat sich bis jetzt hat sich das noch nicht gegeben. Ja, lieber Tutti, da ich ja weiß, dass du zuhörst, ne, kannst du auch gerne hier in den Chat kommen von Radio Hazard of Darkness. Ohne Anmeldung melde dich einfach mit Tutti an, und dann kannst du auch der Jutta dann hier die Fragen stellen, die ich ihr dann auch gerne übermitteln werde. Und ja, liebe Jutta, das wäre natürlich ein absolutes Ding, da wäre ich natürlich auch sehr, sehr gerne dabei, weil ich ja auch in Braunschweig groß geworden bin, da würde ich natürlich auch gerne hinfahren. Würde mich riesig freuen auf jeden Fall, wenn ihr beide da zusammenkommen würdet, ne? Also im Schabreu, ne? Übrigens muss ich sagen, das ist eine sehr, 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 sehr schöne Bühne dort, die der Tutti da hat, und da haben auch schon sehr, sehr viele, auch sehr, sehr viele bekannte Bands gespielt. Aber ich glaube, für Metal ist das nicht so angesagt, ne? Doch. Ist es auch für Metal, weil ich hatte mit ihm über die Akustikrandale mal gesprochen. Das ist so ein anderes Projekt, was ich noch mache. Ich weiß nicht, ob man da auch harte Musik machen kann. Das weiß ich jetzt gar nicht. Da kann man ja? auch harte Musik machen, klar. Okay, alles klar. Der hat da auch Bands am Start, was weiß ich, aus Wolfsburg, wie hießen sie noch? Riff Hunter beispielsweise, die habe ich dort gesehen. Proxy Lane hat er bei sich gehabt, also eine Power-Metal-Band. Also da geht einiges. Okay. Gut zu wissen, dann kann man, ja, kann. Ich gucke, also Tutti weiß das, und es ist halt immer, weißt du, wie Goethe das vor über 200 Jahren schon erkannt hat? Am Gelde hängt, zum Gelde drängt, am Ende einfach alles. Es ist immer eine finanzielle Frage, und ich kann halt nicht irgendwo hinfahren und nur auf Eintritt spielen. Das machen wir nicht. Wir brauchen immer eine kleine Festgarantie, und und das ist dann für die Veranstalter immer ein Risiko. Können Sie das ein? Kommt genug Publikum? Kriegen Sie das rein? Und und daran scheitern dann die Auftritte, ob man da spielt oder nicht. Also das, so sieht es einfach aus. Und Jutta, ist das sicher auch bei Tutti. Ne? Ich denke mal, wer Qualität hören will, der bezahlt auch den Preis, und das wird auch bei ihm so sein. Ja. Das wäre schön, wenn das passieren würde. Man muss die Leute wieder dazu kriegen, dass sie Bock haben, Live-Musik anzuhören. Das ist ein Bedürfnis, was man wieder, das ist verschütt gegangen, und das muss man wieder irgendwie erwecken. Weißt du, dass die Leute das schnallen, was sie da eigentlich immer verpassen, wenn sie nur Musik aus der Konserve hören. Ja, oder YouTube einschalten, ne? Ja, oder das, oder überhaupt nicht mehr vom Sessel hochkommen und nur noch zu Hause bleiben. Ne, es ist einfach, ja, man arbeitet dran. Man muss es einfach publizieren, und ich sage immer, wir müssen uns das Publikum einzeln erspielen, und man muss halt sehen, dass man Leute wieder motiviert und inspirieren kann für gute Musik. Also was ich immer bei Live-Konzerten geil finde, ob ein Saal jetzt proppevoll ist oder nur 300 oder 400 Zuschauer da sind, aber wenn ich vor der Bühne stehe, so, und ich kann den Schweiß der Musiker riechen. Ja. Weißt du, was ich meine? Ne? Wenn du den Schweiß der Musiker riechst, ne? Und man selber ist ja dann auch immer irgendwie so, ich will nicht sagen am Headbang, aber auf jeden Fall am Mitmachen, ja, und man riecht den Schweiß der Musiker, und du siehst, ne, der Schweiß tropft den Musikern von der Stirn runter. Ja. Da weiß ich ganz genau, ist scheißegal, ob ich da 10 Euro für ausgegeben habe oder 80 ja. Euro, ne? Das ist ja. mir sowas egal. Ne? Wenn ich dann rausgehe mit einem Erlebnis, und das ist ein unvergessliches Erlebnis, ja. ne, das ist und darum geht's auch. Das ist immer einmalig. Du wirst dieses Erlebnis auch nie wieder haben. Du wirst wieder ein schönes Erlebnis haben, aber es wird dann jedes Mal ist es anders. Und das ist so ein Live-Moment. Und darum geht's. Und ich finde, wenn es funktioniert zwischen Band und Publikum. Wenn da die Sonne aufgeht, ja, das ist dann einfach das Ganze, und das ist Musik 100%. Und darum geht's.
Aber wie gesagt, da muss man halt nochmal ein bisschen, das muss man nochmal ein bisschen promoten, um den Leuten zu sagen. Musik, Musik, 100%. Ja. To be or not aus dem Jahre 1992. Sag bitte den Titel an. Ich finde ihn sowas von genial und gelungen. Und da hast du also stimmlich, wow. Okay, I played so many things, but none. I played so many roles, but none was satisfying. Ancient Purple Blue. Ancient Purple Blue aus dem Album To Be, wie heißt es nochmal? To Be or Not. To Be or Not. Ich bin völlig durcheinander gekommen. Ja, das ganz macht klar. Nichts. Nee, ja. Die Petra fängt dich aus. Dazu sind doch die Mädels da. Wir können doch gut die Jungs auffangen, Petra. Stimmt's? Auf jeden Fall. Siehst du. Ist auch wichtig so. Ne? Mhm. Ja, okay. To Be or Not, ein sehr, sehr schönes Album. Ja, Jutta, wir haben eben auch gerade darüber geredet, über Musiker, die jung sterben. Und du hast dazu auch eben was sehr, sehr Schönes gesagt. Und das würde ich jetzt ganz gerne nochmal von dir hören, weil du gesagt hast, ne, du machst durch bis zum Schluss, bis zum Ende, ne? Ja, weil es gibt einen Spruch im Rock'n'Roll, und zwar, entweder man stirbt ganz jung im Rock'n'Roll oder gar nicht. Und ich habe mich für das Letztere entschieden. Ja, das so soll es sein, bis ich dann irgendwann beim hohen C mal wirklich platze. Ja, okay, aber so lange bleibe ich an der Stange und ich bin völlig gut, körperlich und im Kopf und in der Seele und im Herzen. Und also ich habe alle Kraft der Welt und kann noch einiges hier bewegen. Ja, also ich bin mir da auch sehr, sehr sicher, weil du bewegst ja auch sehr, sehr viel. Vielleicht magst du ja mal auch ein wenig durchsagen, deine nächsten Konzerte, wo du überall auftreten wirst. Wo ich bin, ja, bei euch leider nicht in Köln. Das hat noch nie geklappt, aber ich habe eine schöne Lesung in Köln. Am 24. Zwar, Oktober, ne? Ja, genau, ja. Das ist auch schön. Das ist am 24.10. Genau, da mal. Und die Lesung ist auch eine interessante Sache, meine musikalische Lesung, so nenne ich das. Können wir ja nachher nochmal ausführlich drüber sprechen, über mein Buch. Aber so, was die Konzerte angeht, war ich jetzt in Dortmund letzten Samstag. Da habe ich in Dortmund gespielt mit der Band, und dann mit der Band sind wir jetzt also am 5.4. in Ascheberg Rock, das ist in Schleswig-Holstein, ein bisschen weiter weg von Köln, und dann ja in der Kölner Gegend sind wir nicht, doch in Schwerte bin ich nochmal, das ist auch bei Dortmund, das ist auch weiter weg, das ist am 26. Am 28. Juni bin ich in Schwerte. Da gibt es ein großes, am Marktplatz, ein großes Benefits-Konzert für krebskranke Kinder. Und da sind wir engagiert worden mit der Jutta Weinhold Band und werden dort unsere Z-Jago-Songs und unser Programm zelebrieren mit anschließendem Metal-Happening. Ich mache immer ein Metal-Happening live. Ich hole bei Blackbone Song die ganzen Jungs auf die Bühne zum gemeinsamen Hey, ja, hey, hey ja, ja, ne? Genau, ja. Headbangen. Das ist sehr geil. Und dann bei Rebel Ladies, da kommt dann Petra auf die Bühne, yeah. Und dann zelebrieren wir zusammen Rebel Ladies. Das ist ein Song über die drei bekanntesten Piratinnen, die es wirklich gegeben hat. Und das ist auch eine sehr, sehr geile Nummer. Und da hole ich dann die ganzen Mädels auf die Bühne. Und das ist immer ein großes Spektakel. Und es ist fürs Publikum echt mal was anderes, mal nicht nur dabei zu sein, sondern echt mittendrin, und zwar auf der Bühne. Und das mal von oben zu beobachten, wie das Feeling so ist und der Spirit. Das macht sehr viel Spaß. Mike, kann ich nur empfehlen. Kommt zu unseren Konzerten und dann erlebt ihr mit uns das Metal Happening. Das ist eine sehr schöne Sache. Ja, Metal, und dann, Metal ist ja eh meine Passion, oder nicht nur meine Passion, sondern auch hier bei den Hörern von Radio Hazard of Darkness. Wir haben zwar ein sehr, sehr breit gefächertes Spektrum hier bei uns, aber Metal ist eine, ja, wie soll ich das sagen? Genau, da fällt mir was zu ein. Vielleicht kannst du das vielleicht auch ein wenig kommentieren. Bruce Dickinson, der Sänger von Iron Maiden, der hat mal gesagt, es gibt zwei Arten von Musik: Metal and Bullshit.
Ja, cool, sehr cool. Ja. Okay, das ist natürlich ein bisschen, natürlich soll es ja auch sein, ein bisschen übertrieben, ein bisschen provokativ. Es gibt ja auch sehr gute klassische Musik. Ich bin ja ein großer Richard Wagner-Fan und es gibt überhaupt tolle Klassiker. Da ist sehr viel Schönes geschrieben worden und komponiert worden. Aber das ist natürlich ja sehr plakativ, der Spruch. Und ich mag Metal und ich muss sagen, ich verbinde immer Metal auch ein bisschen mit Hard Rock, weil es ist so, eine Schublade wird dem gar nicht gerecht, ne? Es ist einfach eine Musik, was mich alleine durch das Publikum schon so begeistert, weil, ey, ich glaube, es gibt kein Publikum, was so treu ist wie das Metal-Publikum. Die Leute fahren wirklich, setzen sich in den Zug und kommen zum Gig hin, fahren da ein paar hundert Kilometer und kommen zum Konzert und kommen in Gruppen und haben da und machen das einfach, ne? Und ja, ich finde das klasse. Vor allem, was die Jungs und Mädels dann auch immer für Geld ausgeben, um ihre Idole zu sehen, ne? Ja, genau. Und die zeigen es dir auch, dass sie dich mögen. Mhm. Die stehen wirklich auch da mit strahlenden Augen und mit verliebten Blicken. Und ich finde das tierisch. Ich finde das toll. Und deswegen sage ich ja, es ist so wie das Objekt, also das Publikum ist eigentlich das Objekt unserer Begierde, weil darum geht es. Wir wollen gefallen. Und wenn wir spüren, dass wir gefallen, dann ist die Sonne am Strahlen und dann ist es einfach, tja, dann, wie ich gesagt habe, dann ist Musik das Ganze und das passiert halt mit dem Publikum. Und da ist das Metal-Publikum halt einsame Klasse, einsame Spitze. Ja, Rock'n'Roll rules the world. Ja, abweichend jetzt von dem, was wir eben gerade gesprochen haben, jetzt nicht erst Beacon Light, sondern du hast mich eben gerade drauf gebracht, aus unserer gemeinsam zusammengestellten Playlist, ja, einen Song zu spielen. Rebel Ladies hast du eben gerade gesagt, aus dem Jahre 1988 ist der Song, From Over Yonder, so heißt das Album. Ja, die erste Platte. Mhm. Ne, die erste Platte mit Santiago, ja. Jutta Weinhold, Rebel Ladies. So. Ja. Ja, okay, ist er wieder da? Wir sind wieder da. Auf jeden Fall. 21.03 Uhr. Ich komme jetzt erstmal hier bei Radio Hazard of Darkness zu unserem Sendeplan. Okay. Radio Hazard of Darkness. Ja, der Sendeplan, 21 Uhr und 4, noch gut knapp eine Stunde haben wir hier Jutta Weinhold zu Gast und ab 22 Uhr hier bei Radio Hazard of Darkness ist dann der Nightlord für euch da. Am morgigen Freitag geht's dann weiter und zwar nämlich im XXL-Format mit unserem Oni, dann heißt es extrem rocklastig. Ja, und ab 22 Uhr ist dann am morgigen Freitag der Alexei für euch da. Ja, liebe Jutta, ich habe hier etwas, daraus muss ich mal ganz kurz was vorlesen. In den 70er Jahren war die Jutta Weinhold Band Teil der Hamburger Szene. Das Publikum war hungrig, die überfüllten Clubs kochten, wir schwitzten, was das Zeug hielt. Sturm und Drang satt, über 30 Jahre auf Achse, mal Blues, mal Hard, mal Heavy. Das ist Jutta Weinhold. Ja, stimmt. Ne? Dem ist nichts hinzuzufügen. Mhm. Ich habe das mal rauszitiert aus deiner CD, also beziehungsweise aus dem Booklet Jutta Weinhold Band featuring Klaus Henatsch in Session. Ja. Ja. Das ist der Klaus Henatsch, der spielt bei Nektar. Das ist ein Keyboarder und spielt bei Nektar. Und mit Klaus habe ich schon in den 70er Jahren Musik gemacht und dann haben wir uns alle 10 Jahre mal getroffen und mal ein bisschen musiziert und dadurch ist dann 1999 auf 2000 hin ist dann diese Platte entstanden. Die haben wir gemacht, um einfach mal ein paar Club-Gigs zu bekommen und so. Und da sind aber auch schöne Lieder drauf, zum Beispiel. Mein Lieblingslied ist davon Rain. Das ist eine sehr schöne Blues-Ballade. Und ich finde, die ist sehr gelungen. Die ist sehr schön. Rain habe ich auch hier in der Playlist drin.
Aber wir hatten ja eben gerade gesagt, oder beziehungsweise, das ist jetzt auch so mal so mein Songwunsch, den ich jetzt gerne spielen möchte. Ja, aus, mach auch, mal. Auch aus dem Jahre 1992, To Be or Not, The Beacon Light. Ja, ja. So. Möge das Leuchtfeuer euch verschonen. Auf jeden Fall. Nordlicht. Ja, obwohl du bist ja kein Nordlicht. Ne? Nee, aber also, ich wohne ja schon so lange hier oben. Ich bin schon geimpft hier. Also ich komme ja eigentlich aus Mainz-Essenheim, also so Mensa Mece, und das darf man in Köln ja gar nicht sagen, hello, ne? Nee. Da ist das ja anders. Ich habe Kölner Freunde und mit denen streiten wir uns immer, wenn ich denen dann, wenn dann Fasnacht ist und so, dann sind die nicht zu sprechen, weil sie unterwegs sind in Sachen Kölle Alas oder wie das heißt. Richtig. Ne? Und Melasse de Dome in Kölle oder so. Und dann müssen wir immer einen ausdiskutieren. Was ist nun besser, die Mainzer Fasnacht oder die Köln Alas? Naja, okay. So aber ich bin, dazu. Aber Jutta, ich bin auch kein gebürtiger Kölner und ich bin auch ein sogenannter Immi. So, ja. Bevor wir jetzt The Beacon Light hören, okay. 21.07 Uhr. Ja, liebe Leute, ihr wartet schon lange drauf, ne? Traditionell hier bei Herr I Go Again. Ihr wartet natürlich auf den Plop und den Plop bringe ich jetzt auch mal für euch. Und natürlich wie immer das Live. Ich hoffe mal, dass auch richtig ploppt. Einen Moment. Yes, es hat geploppt. Jutta Weinhold and The Beacon Light. The Beacon Light, Jutta Weinhold. Ja, Jutta, wir haben eben gerade auch ein Gespräch geführt. Ja, vielleicht kannst du auch noch was dazu sagen. Und zwar nämlich ja Alkohol und Drogen. Ja, Leute, lasst die Finger davon, kann ich nur sagen. Und das wird euch auch jemand mit sehr, sehr viel Erfahrung aus dem Musikbusiness bestätigen können. Weil Sex, Drugs and Rock'n'Roll hört sich zwar immer gut an, aber ist fürs Musikalische und auch fürs ganze Leben nicht unbedingt vorteilhaft. Nein, es ist, man zerstört sich damit. Man zerstört sich wirklich. Und mein Motto ist heute Sex, no drugs, but Rock'n'Roll. Ja, das und ich habe also auch, natürlich bin ich kein Kind von Traurigkeit. Ich war ja in den 70er Jahren auch mit Udo Lindenberg auf Tournee und dann gab es natürlich ganz viel Flüssiges, das ist klar. Und man ist dann schon kräftig beim Trinken, ne, dabei, ne? Und jeden Abend und immer wieder und immer mehr und immer tiefer. Und okay, und 1982 war ich dann echt so weit, dass ich gesagt habe, okay, Jutta, jetzt musst du mal eine Entscheidung treffen. Ja, entweder du wirst jetzt Künstler, Musiker, Sängerin oder Alkoholiker. Und damals habe ich mich dann Gott sei Dank richtig entschieden und habe von da an keinen Alkohol mehr getrunken, keine Drogen mehr und habe auch noch aufgehört zu rauchen. Und seitdem geht's mir richtig gut. Und von da an fing ich eigentlich erst an, mich zu entwickeln musikalisch. Von da an war ich auch ganz ehrlich zu mir selber und habe genau analysieren können, was kann ich eigentlich am besten und was bin ich und wo sollen die Texte hin und wo soll die Stimme hin und was möchte ich singen und all diese Dinge. Da hat man sich vorher gar keine Gedanken drüber gemacht. So. Die ersten 10 Jahre war halt wirklich, ja, wie du gesagt hast, Sex and Drugs und Rock'n'Roll. Aber man muss irgendwann damit aufhören und ich würde auch sagen, überhaupt die Finger davon zu lassen, weil Kampftrinken und bis Saufen bis zum Umfallen und auch Rauchen sind alles Dinge, die jedem schaden. Und wenn jemand meint, er ist dagegen resistent, ihm macht das nichts aus, das ist ein tierischer Fehler, ein tierischer Trugschluss. Und ich würde immer empfehlen, die Energien, die man hat im Leben, für eine geile Sache einzusetzen und nicht für eine Sache, die einen eigentlich nur stört, die eigentlich runterzieht. Ne? Also ich sehe es mal anders. Also wenn ich dich auf der Bühne sehe oder auch in den Clips auf deinen DVDs und so weiter, sehr sehr agil, voll fit auf der Bühne und alles, ne? Und ich glaube, da merkt man schon, also Rock'n'Roll ist nicht nur irgendwie oder ist nicht Saufen und Drogen nehmen, sondern dafür muss man auch körperlich hundertprozentig fit sein. Ja, hältst du dich denn noch irgendwie anders fit?
Ja, ich, wie gesagt, ich lebe halt sehr gesund, wie du gemerkt hast, und ich esse auch bewusst, und ich bin ja eigentlich esse ich sehr gerne Süßigkeiten, aber ich tue es nicht. Ich gehe mit Tränen in den Augen an der Kokosschokolade vorbei. Oh, Schokolade ist sowas von lecker. Ja, aber ich tue es nicht, ne? Ich will unbedingt bei meiner Hosengröße bleiben, und ich gehe auch morgen Nordic Walking. Ich laufe in den Wald, 7 Kilometer in einer Stunde. Das ist auch eine schöne Sache, und ich laufe überhaupt sehr viel zu Fuß, und ich fahre auch mal Rad, und ja, und versuche einfach so mich normal zu ernähren und kein Junkfood, ne, und ja, viel Gemüse, ich kann ja mal sagen, womit ich meinen Tag beginne, vielleicht ist das interessant für die Zuhörer. Mit Sicherheit. Ich werde morgens wach, und dann trinke ich erstmal eine halbe ausgepresste Zitrone mit etwas Mineralwasser. Das ist das Erste, was mein Magen kriegt. Und dann kriegt mein Magen 2 oder 3 Esslöffel kernige Haferflocken, auch mit bisschen Wasser angedickt. Das esse ich dann. Und dann presse ich mir noch eine halbe Apfelsine aus. Und dann nehme ich auch noch eine halbe Calcium, eine halbe Magnesium, eine halbe Zinktablette und Und Eisen, das, ne? Und das ist so ein Cocktail, den trinke ich dann auch noch. Und dann esse ich Brot mit Marmelade oder Käse oder ja, sowas. So beginne ich meinen Tag. Und das bekommt mir sehr gut. Die Zitrone kommt bestimmt gut, ne? Auf nüchternen Magen. Ja, gerade Zitrussäure. Aber das ist gut für die Magenschleimwände, wirklich. Das ist echt. Ich kann das nur empfehlen. Das sind ja so einfache Hausmittelchen, und die bringen es einfach, ne? Und ich bin dadurch belastbar, und ich kann unheimlich viel singen, und ich kann viele Stunden singen und auch viele Tage hintereinander. Habe hier auch noch die Musikschule, wo ich jeden Dienstagabend 2 Stunden mit meinen Mädels singe, und mache auch noch andere Projekte. Ja, das ist um auf deine Musikschule da zurückzukommen. Ich habe keine Musikschule, ich bin in der Musikschule Hanstedt. Ja, ne? Genau. Du bist in der Musikschule, und da machst du ja auch sowas wie Gospelchor, ne? Ja, ein Rock, Gospel-Rock-Chor. Also ich lege großen Wert auf Rock, weil ich bin natürlich keine typische Gospelsängerin. Da fehlt mir das Spirituelle. Aber bei mir sind die Gospels halt auch rockig. Aber das gerade macht es sehr schön und macht es sehr interessant. Und wir haben da sehr viel Spaß. Und wenn wir einen Auftritt haben, das Publikum liebt das, weil es ist alles sehr temperamentvoll vorgetragen. Und ja, es ist eine schöne Sache. Und ich habe so ungefähr 28 Mädels und 2 Jungs in der Gruppe. Und ja, damit treffen wir uns jeden Dienstag und singen dann also Halleluja, bis die Ollen pfeifen. Das macht sehr viel Spaß. Ja. Ne? Und nebenbei zeige ich natürlich auch den Mädels und den Jungs, wie man richtiges Atmen, dann lerne ich Gehörtraining, dass man richtig intoniert, und dann zeige ich ihnen, wie man Töne formen kann und wie man Töne verändern kann, und es gibt da viele Sachen, die man lernen kann im Gesang, ne? Und naja, und das zeige ich dann auch, und ja, die Leute, die also ehrgeizig sind und interessiert sind, die machen da kräftig mit und machen diese Übungen auch gerne und auch zu Hause. Und bei denen merkt man dann schon, wie sich dann im Laufe der Monate auch eine Stimme zum Positiven hin entwickelt. Weil man muss alles lernen. Singen schüttelt man ja nicht aus dem Ärmel. Das ist Man hat Talent, aber das Talent muss gefördert werden. Ne? Natürlich. Vor den Applaus haben die Götter den Schweiß gesetzt. Richtig, so ganz genau. So sieht es zum Beispiel aus mit der Musik. Ne? Aber wie gesagt, wenn das Talent da ist, dann gibt es eigentlich kein Halten, weil ich finde immer, wir haben auch so einen Slogan in unserem Chor, der ist ein Chor für kleine und große Talente, nach dem Motto, singen macht glücklich und hält jung. Das stimmt wirklich. Ja. Manchmal kommen die Frauen und sind völlig, die Gesichter hängen nach unten, sie sehen grau aus und sie sind genervt von dem Tag, Alltag, Familie, Kinder und so weiter, und vieles läuft ja auch nicht immer so allglatt, und dann sind die echt genervt, ne? Und dann singen wir eine halbe Stunde die Lieder, und dann kannst du aber wirklich sehen, wie die Gesichter sich straffen, die Augen werden wieder groß und hell, und die Sonne geht auf, und alles hat eine wahnsinnig positive Ausstrahlung, und das ist die Musik. Das habe ich jetzt wirklich im Laufe der letzten 20 Jahre, so lange mache ich das schon, habe ich das festgestellt, dass das wirklich funktioniert. Musik hat einfach
einfach einen ganz bestimmten ideellen Wert, den man, über den man gar nicht so reden kann, aber der einfach da ist, weil es etwas für die Seele ist. Es ist etwas für innen. Und deswegen möchte ich Leute auch immer dazu ermuntern, irgendwo in einen Chor zu gehen und zu singen und einfach diese Harmonien zu hören, und dieser harmonische Klang, der geht dann in dich rein und der wird ein Teil von dir und du bist harmonisch, verstehst du? Das ist einfach ein ganz tolles Erlebnis und ich kann das halt immer nur auch den Leuten erzählen, die sich dafür interessieren, und freue mich immer, wenn es fruchtbar ist, wenn Leute sagen, ja, ich empfinde das jetzt auch so, oder ich habe Momente, wo es mir so geht, und das finde ich dann schon toll. Ja. Harmonisch, da hast du mir ein super Stichwort gegeben. Ich habe hier eine Nummer für dich mal rausgesucht, die ist nicht von dir, aber ich weiß, du hast sie auch, diesen Song mal gecovert, und hast du unter anderem auch mal in der Barnaby's Blues Bar mal live gespielt, und ich spiele jetzt nicht die Coverversion von dir, sondern das im Original aus dem Jahre 1974, It's All Over Now, Baby Blue. Ah ja. Ja, ne? Das ist von der Akustikrandale übrigens. Ja, das müssen wir unbedingt dazu sagen, Mike. Nicht, dass wir die Zuhörer verwirren. Ich mache noch so ein anderes Projekt. Das ist die Akustikrandale mit akustischen Gitarren. Und das ist Musik aus der Zeit, als alle Jungs noch lange Haare hatten. Also praktisch aus meiner Jugend. Songs, die mich damals eigentlich dazu gebracht haben, Rockmusik zu machen. Und dazu gehört auch It's All Over Now, Baby Blue. Genau, und das hören wir jetzt. Und auch heutzutage haben noch Jungs lange Haare. Ja, ich weiß, ich sehe, hab da gerade einen vor mir. Aber nicht alle. Ja. Und nee, ich habe ja die Zeit gemeint, wo alle Jungs noch lange Haare hatten. Alle, ja. Ja, und so süß waren und so sexy und so toll. Aber das sind sie heute natürlich auch noch. Auf jeden Fall. Genauso wie du, Jutta Weinhold, ernährt sich gesund, Kleidergröße 36 und auch immer noch ein absoluter Eyecatcher, wie ich das zu sagen pflege. It's all over now, Baby Blue. It's all over now, Baby Blue. Ja, hat die wundervolle Jutta Weinhold auch mal gecovert, und ich fand's auch sehr, sehr schön, mal im Original wieder zu hören. Spielen wir eigentlich auch viel zu selten so Songs aus den 70er Jahren, die einen auch bewegt haben, ne? Und ich denke mal auch, Jutta, auch sehr, sehr viele Songs aus den 70ern haben dich ja auch bewegt, ne? Ich mache diese Akustikrandale, und das ist ja speziell, da singe ich ganz bewusst keine eigenen Lieder, sondern da singe ich nur die Lieder von damals. Also da gehört halt Bob Dylan und Yardbirds und Small Faces und Led Zeppelin dazu, und die spielen wir da mit zwei akustischen Gitarren mit dem fantastischen Kai Reuter, und es ist einfach ein Vergnügen. Es ist sehr schön, macht sehr viel Spaß, diese Lieder zu singen aus der Zeit, als alle Jungs noch lange Haare hatten. Ja, genau, das hatten wir eben gerade. Ja, das hatten Jungs wir. Mit den langen Haaren. Und das ist echt eine schöne Sache, und macht auch sehr viel Spaß, und das kann man in kleinen Clubs gut spielen und ist also kommt sehr gut an und macht uns Spaß, und wir haben da schöne Arrangements und coole Sache. Ja, da stellt sich für mich die nächste Frage. Einerseits kleine Clubs, wo man wirklich den Kontakt zum Publikum hat, oder auch große Festivals wie Wacken. Wie vergleichst du das so für dich, ne? So bei Wacken hast du natürlich oder auf Festivals hast du natürlich auch sehr, sehr viele Leute vor dir vor der Bühne stehen, und in kleinen Clubs ist es halt so, was weiß ich, wenn da 300-400 oder 200-300-400 Menschen nur stehen. Oder wenn 50 da stehen oder 30 oder 20 oder 70. Es ist eigentlich was ganz anderes. Es ist einfach anders, ne? Bei Wacken siehst du ja nur die Menschenmassen, die da sind, und im Club hast du halt wirklich dieses intime Gefühl, und du kannst fast jedem in die Augen gucken, und das ist eigentlich eine schöne Sache. Ich mag das sehr gerne, den Kontakt zum Publikum, weil ich mag das Publikum, ich mag Menschen einfach, und ich habe gerne Kontakt dazu, und das kann man in einem Club kann man das halt
perfekt herstellen, wenn man will. Und ich bin auch immer da und bin auch anschließend nicht gleich weg, sondern bleibe da. Und dann, wenn die Leute mit mir sprechen wollen, bin ja auch eine alte Plaudertasche, wie man schon gemerkt hat. Und auf jeden Fall bin ich dann da und wir plaudern auch ein. Und ich finde es schön, wenn Leute sich für mich interessieren, dann interessiere ich mich auch. Und ich finde, es ist ein Geben und Nehmen im Leben. You get what you give. Ja. So ist es. Ja, so ich bekomme das ja auch immer, wenn ich auf kleine Clubkonzerte gehe, was ich beispielsweise so in eine Matrix in Köln, Matrix in Bochum oder hier in Köln in Underground. Da würde ich so gern mal spielen. Oh ja, ich. Klappt nicht. Doch, ich. Wegen den 400 Leuten Publikum, die ich versprechen muss. Also. Die kann ich doch nicht versprechen. Also im Underground gehen beispielsweise noch nicht mal 400 Leute rein. Dann musst du das jetzt für mich mal managen, Mike. Auf jeden Fall. Ich würde es gerne machen, ganz ehrlich. Gigs ist das Schönste überhaupt. Ich werde mit den Betreibern ja. reden. Nee, was ich jetzt einfach sagen wollte, ist Folgendes. Gerade in den kleinen Clubs ist es heutzutage so, dass dann die Bands und ich glaube, das habe ich bei dir auch rausgehört, ne, dass du dann auch nach dem Konzert runtergehst und dann auch mit den Fans zusammen sprichst, am Merchandise-Stand stehst, die CDs wahrscheinlich unterzeichnest, wenn das und die Leute kommen. Und schönen Jungs küssen. Ja. Schönen Mädels natürlich auch. Ja. Oh, man ist gut beschäftigt after the show. Ja. Also das Küsschen von dir werde ich mir auch abholen. Spätestens. Ja, und Petra auch. Ja, und zwar nämlich spätestens am 24. Oktober, vielleicht auch schon eher nach Schwerte, das ist nämlich auch nicht so weit. Ne? Ja, ne? Geil, gut, mach das doch einfach und komm auf jeden Fall zu mir und sag, hey, hallo, ich bin der Mike. Ja, ne? Aber dass ich dich nicht übersehe oder so. Nee. Mich wirst du nicht übersehen. Aber das gilt natürlich nicht nur für mich, sondern auch für die Hörerschaft hier bei Radio Hazard of Darkness. Ne? Solltet ihr bei Jutta Weinhold in der Nähe sein, wenn sie ein Konzert spielt oder auch ihre Lesungen macht, ihre musikalischen Lesungen, ne? Erzähl noch mal ein wenig von den musikalischen Lesungen, weil du sitzt ja nicht nur da und liest aus dem Buch vor, sondern da gibt's ja auch Musik, ne? Da wollten wir jetzt auch noch mal drauf kommen, ne? Ja, unbedingt. Also ich habe ja immer diese Geschichten zu erzählen. Eigentlich brauchen wir 4 Stunden Sendezeit. Mhm. Aber ich versuche mal, mich kurz zu fassen. Oh! Die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Okay, aber das Buch habe ich geschrieben 1990, als ich Zetiago verloren habe. Da habe ich ein Jahr lang nur geschrieben. Ich habe mich in einen Rausch hineingeschrieben, weil sonst wäre ich vielleicht dort nochmal doch drogenabhängig geworden, weil die Gefahr war riesengroß. Ich war am Boden zerstört und ich war völlig, es war eine Tragödie, dass ich da mein Baby verloren habe. Ne? Und da habe ich also ein Jahr nur geschrieben und habe die ganzen Texte von Zetiago, das ganze Konzept von der Tochter vom fliegenden Holländer auf der Suche nach der verlorenen Fantasie, habe ich in fantastischen Geschichten in dem Buch verewigt. Ne? Alles ein Jahr lang nur geschrieben und das hat funktioniert, die Therapie. Deswegen glaube ich daran, dass wenn man kreativ ist, dass es unheimlich helfen kann, egal in welchen ausweglosen Situationen man sich befindet. Es ist einfach eine tolle Sache und jeder sollte es probieren und es kann nur gut sein. Und naja, und dann 21 Jahre danach kam eine Freundin und sagte, hey, hör mal, du hast doch mal das Buch geschrieben, kann man das jetzt nicht endlich mal veröffentlichen? 21 Jahre danach, und dann habe ich das mal vom Speicher geholt und jetzt bin ich das nochmal durchgegangen, da musste ich ja so lachen über die verrückten Ideen, die ich damals hatte, es war sehr, sehr crazy. Okay, wir haben das Buch nochmal ein bisschen korrigiert und nochmal ein bisschen überflogen und ein bisschen ausgebessert und so, und dann haben wir es rausgebracht und ich mache als ich das in den Händen hatte, in dem Moment ist der Knoten geplatzt und ich konnte wieder meine Zetiago-Songs singen. Ich konnte sie vorher nicht singen, weil ich war einfach traurig. Ich war zu traurig um diese Lieder. Es sind ja meine Songs, ich habe die ja alle mitkomponiert und die Texte geschrieben. Ich konnte sie 20 Jahre lang nicht singen, weil es mich einfach fertig gemacht hat. Und dann, als ich das Buch in der Hand hielt,
dann war der Knoten geplatzt. Dieser ich konnte die Lieder wieder singen und habe sofort die Band gegründet und habe gesagt, hey komm, lass uns wieder Zertiago und Velvet Viper und lass uns dieses ganze Konzept von der Tochter vom Fliegenden Holländer, lass uns das wieder singen on stage auf der Bühne. Und dadurch ist das alles angefangen. Und die Lesung geht folgendermaßen, ich sitze dann da und erzähle ein bisschen was über mich, wie du weißt, ich bin ja, ne, ja, du redest also Plaudertasche und so. Ja, genau. Und dann erzähle ich mit den Leuten und dann fange ich an, ein paar, habe ich mir so ein Exposé hergestellt aus dem Buch, weil das sind ja 400 Seiten und ich habe dann lese dann einzelne Geschichten vor, das ist ungefähr zweimal eine Stunde und zwischendurch singe ich die Zertiago-Songs, um die es in dem Buch geht, zu den Original-Playbacks von damals. Mein Ralf Basten, der mein Mann und Tontechniker, der ist also, ich habe dann keinen Musiker dabei, sondern einen Operator. Und Ralf gibt mir die Playbacks und ich singe dazu die Lieder. Und das kommt gut an. Das ist eine sehr kurzweilige Sache und die Leute haben ja immer da eigentlich viel Spaß dran und sind immer sehr, sehr entertained und unterhalten und ist eine feine Sache, die musikalische Lesung. Und damit bin ich auch im Oktober, wie gesagt, in Köln. Ich habe zwar noch keine musikalische Lesung von dir erlebt. Aber du kommst dahin. Ich komme dahin, auf jeden Fall. Das ist natürlich ganz klar. Und das solltet ihr auch für die Leute, die zuhören und die natürlich auch super Interesse haben an Jutta Weinhold. Meine Frage ist dahingehend noch so, natürlich sitzen dann bei deiner Lesung die Leute auf dem Stuhl. Lesen auf dem Stuhl, Blödsinn. Okay. Nein, die sitzen auf dem Stuhl. Die sitzen. Ja, die sitzen. Manche sitzen, manche stehen auch. Wenn es ganz voll ist, stehen Leute hinten, aber vorne sind meistens Stühle. Aber wenn du dann zwischen deinen Lesungen deine Songs spielst, dann stehen die doch auch auf, oder? Ja, natürlich auch, natürlich. Aha. Kommt immer so drauf an. Also bei Blackbone Song und Rebel Ladies, da hole ich sie ja dann auf die Bühne. Und dann stehen sie natürlich alle. Das ist klar. Aber es ist immer Stimmung da, ne? Ich war jetzt im Metal Kneiple. Das ist die Moni, die da unten bei Ulm in Munderkingen und die hätte gerne die Band gehabt, aber die Band ist zu groß für den kleinen Laden und sagt sie, ich nehme die Lesung und das war einfach eine tolle Stimmung dort. Die Leute waren total begeistert und die hat sofort gesagt, nächstes Jahr im März bitte wieder. Also auch da kann man, so eine Lesung klingt nicht so steril, ist nicht so langweilig, wie das vielleicht klingt, weil viel gesungen wird und weil ich halt auch viel mit dem Publikum mache und es ist dann immer eigentlich eine sehr kurzweilige Geschichte. Ist schön. Ist doch eigentlich immer schön, wenn man mit dem Publikum spielen kann, wenn man das Publikum, wie soll ich sagen, man hat das Publikum mitnimmt. Zwar nicht mitnimmt, genau. Ja. Ich wollt gerade sagen, wenn man das Publikum in der Hand hat, ja. Aber wenn das Publikum mitgeht, ne? Ja, das ist toll, klar, darum geht's. Ich meine, das muss man, klar, man macht erstmal Songs, die einem selbst gefallen. Ja, das ist schon mal ganz, also das steht schon an erster Stelle. Aber an zweiter Stelle will man auch, dass es dem Publikum gefällt. Das ist unbedingt notwendig. Ne? Und wie gesagt, Publikum ist einfach ohne, was willst du für eine Musik machen, wenn da kein Publikum ist, ne? Außerdem ist man exhibitionistisch veranlagt und man möchte gern das Feeling haben und das Publikum gibt dir das alles und deswegen kann man einfach die Leute nicht hoch genug einschätzen und nicht hoch genug schätzen für das, dass sie da sind. Ne? Und ich freue mich, wenn die Leute da sind und freue mich wirklich sehr darüber und gerade in heutiger Zeit, wo es nicht mehr so einfach ist, viele Leute jetzt in die Konzerte, in die Clubkonzerte zu bekommen. Aber I try to do my best. And I always try a little bit harder. Genau. Sehr, sehr emotional und aus ganzem Herzen Jutta Weinhold. Und wir hören jetzt Eternity. Ja. Jutta Weinhold hier zu Gast bei Radio Hazard of Darkness live. Ja, Eternity haben wir gerade gehört. Und ja, zu dem Song Eternity, liebe Jutta, noch ein bisschen was zu dem Text dazu. Das war ja nun ja, auch ja, was gerne. Richtig das ist gut, auch eine schöne was Geschichte so richtig und schön unter die Haut geht. Ja. Ne? Es ist ja sehr schwer, die Zeit zu erklären und auch die Ewigkeit zu erklären. Ne? Und bei der Ewigkeit, dann habe ich mir gedacht, es gibt eine Geschichte und zwar, stell dir vor, da ist ein metallener Planet im Universum.
Und alle 100 Jahre kommt ein Rabe vorbei und wetzt seinen Schnabel daran. Und in dem Moment, wenn der metallene Planet so groß ist wie ein Centstück, dann erst hat die Ewigkeit begonnen. Ich finde, das ist schön. Da kriegt man eine Vorstellung davon, was ist überhaupt die Ewigkeit. Es ist fast nicht zu fassen, ne? Und das, darum geht's in dem Lied. Das ist ein schöner Song. Auf jeden Fall absolut unter die Haut. Ich habe auch irgendwie noch das Feuerzeug hier eben hier im Studio angemacht. Das stelle ich mir jetzt gerade mal vor. Okay, ja, gut. Ja. Nächsten Song, den ich hier von dir habe, Wounded Pioneer. Wounded Pioneer, ja. Verwundete Pioniere sind wir doch alle, wo wir der Rockmusik unsere Seelen verkauft haben. Das sind wir alle. Wir haben ja alle schon mal Blut geleckt und Probleme gehabt und verwundete Pioniere. Darum geht's in diesem nächsten Wounded Pioneer. Es ist ein Song mit Kai Reuter, ein fantastischer Gitarrist aus Hannover, das Reuterbrett aus Hannover, und der ist jetzt auch in der Jutta Weinhold Band, und es ist ein großes Vergnügen, mit ihm zusammen zu musizieren. Ja, from heaven through the world to hell. Ne? Ja, vom Himmel durch die Welt zur Hölle. Das ist der Titel dieser schönen CD, die wir damals vor 9 Jahren gemacht haben, der Kai und ich. Mhm. Ja, 2004, 2005 ist das Album erschienen, ne? Ja, genau. Ja, ja. Immer noch zu haben, ne? Könnt ihr kaufen, ne? Bei euren, Nee, die gibt's nicht mehr zu kaufen, nur bei Jutta, nur bei mir selbst. Ja, dann würde ich mal sagen, ne, so über die Seite von Jutta Weinhold könnt ihr die CD bestellen, ne? Solltet ihr auch tunlichst machen, ne? Tunlichst. Tun ist ja auch so ein Unwort, ne? Tunlichst, ja. Ne? Okay, aber. Okay. Wounded Pioneer. Ja, Radio Hazard of Darkness. 21:50 Uhr. Ja, unsere Sendung neigt sich leider so langsam dem Ende zu. Und der Nightlord ist auch gerade mal hier am Start gleich hier für euch. Ja, Jutta, sag einfach mal an. Okay. Hier ist Radio Hazard of Darkness. Und der Mike, der macht echt geile Musik. Also Leute, bleibt eingeschaltet, ja? Versprochen? Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Irgendwo in irgendeinem Club, in irgendeiner Stadt. Und dann meldet euch bei mir, ja? Tschüss. Nee, wir sind noch sagen wir nicht Tschüss, liebe Jutta. Wir sind noch da. Okay. Millstone of Rage habe ich als nächstes. So, sag noch mal kurz an, um was denn den Song so geht. Der haut ja ein bisschen mehr rein. Der haut rein, der ist von Velvet Viper, und es ist mal was Schnelles, und das ist Millstone of Rage, Mühlsteine der Wut. Das ist ganz gut, wenn man also jemanden mal auf dem Kicker hat, dann kann ich diesen Song empfehlen. Das ist etwas, um sich abzureagieren. Ja, aber wir sind ja ganz gewaltfrei, schön. Ne? Hä? Wir sind ja gewaltfrei. Ja, sind wir. Ja, sind wir eigentlich. Ich bin total gewaltfrei. Okay. Ich mache nur gerne lauter, harte Musik, aber sonst habe ich nichts mit Gewalt zu tun. Nee, definitiv nicht. Nee. Ja, Millstone of Rage, die wundervolle Jutta Weinhold hier bei Radio Hazard of Darkness. Ja, 21:56 Uhr. Liebe Jutta, 2 Stunden, die sind ja sowas von kurzweilig gewesen mit dir. Du hast so viel geredet und das hat so viel Spaß gemacht. Und leider kommen wir jetzt hier schon zum Ende der Sendung. Ja, alles hat mal ein Ende, ne, Mike? Ich hoffe, ich war nicht zu sehr zu plauderig veranlagt. Ich meine, ich rede ja immer so viel, dass die Leute gar keine Zeit haben, um mal dazwischen zu gehen. Aber ich hoffe, dass es okay für dich war, ne? Ich habe versucht, mich manchmal zu beherrschen und so. Aber es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, und wichtig ist auch, dass deine Zuhörer, dass es euch auch gefallen hat. Und vielleicht sehen wir uns wirklich irgendwann mal irgendwo. Würde mich freuen. Nee, nicht irgendwann und irgendwo, sondern wir werden uns mit Sicherheit sehen, hier von Radio Hazard of Darkness. Und natürlich, deine Songs sind natürlich auch
unausweichlich in unserem Gehirn eingebrannt. Und ja, das wird es auch demnächst hier weitergeben bei Radio Hazard of Darkness. Ja, ich würde mich freuen, wenn wir das vielleicht mal in absehbarer Zeit auch zusammen wiederholen können. Weil wie gesagt, diese zwei Stunden, ich bin gar nicht dazu gekommen, dich zu fragen, aus deinen Zeiten, aus den 70er Jahren, Cadillac beispielsweise haben wir überhaupt nicht gespielt. Nee, haben wir nicht. Wir haben so vieles nicht besprochen. Ja. Richtig, ja. Ne? Von daher waren die zwei wir Stunden. Wir sollten noch mal eine Sendung machen. Mhm. Da freue ich mich riesig drauf. Und das werden weißt du was, vielleicht Mike, ich plane ja, ich habe ja das neue Konzept, ich plane jetzt schon mal ein paar neue Stücke zu machen für eine neue Platte. Und da habe ich auch schon das Konzept fertig, das textliche Konzept. Und wenn das soweit ist, könnte man ja noch mal, können wir uns ja noch mal treffen hier bei Skype. Auf jeden Fall, das machen wir, ne? Okay. Mhm. Ja, dann würde ich mal sagen, kommt der letzte Song und dann übergeben wir hier an unseren wundervollen Nightlord. Der jetzt ich würde schon mal sagen, hallo Nightlord. Ja. Ich habe gehört, du machst auch Musik, die drückt. Dann wünsche ich dir viel Druck nachher. Ja, das wird er definitiv machen, ne? Okay. Ganz klar. Ja, liebe Jutta, recht, recht herzlich vielen, vielen lieben Dank. Ja, und ich danke auch den Hörern, die eingeschaltet haben und zugehört haben. Ja, liebe Grüße sende ich nochmal ganz besonders an meinen Freund Tutti. Ja. Ja. Und Tutti grüße ich auch und dann grüße ich deine Frau Petra. Mhm. Und die bringst du mit, wenn du mal irgendwann kommst zur Lesung oder zum Gig. Die wird mit Sicherheit mit dabei sein. Okay. Ja, ich würde mal sagen, einen besseren Song zum Abschluss geht vielleicht gar nicht. Rock of Metal, oder? Ja, der passt. Ne? Hau rein. Ja, dann würde ich mal sagen, ja, euer Mike Hazard sagt tschö und wünscht euch jetzt ab 22 Uhr. Ja, ich überziehe wieder ein wenig. Gut, okay, ne? Ein wenig. Und ja, ich sage tschö und Jutta, deine letzten Worte? Ich sag tschüss und bleibt eingeschaltet und hört immer hier den Mike, wenn er seine tolle Musik macht und auch seine Kollegen natürlich. Okay, recht, recht herzlich vielen Dank und ja, nächste Woche Donnerstag heißt es dann auch wieder Here I Go Again ab 20 Uhr, dann bin ich für euch da und ab Freitag geht's dann weiter, dann kommt die zweite Sendung interaktiv hier bei Radio Hazard of Darkness, wo ihr Hörer, mich hier anrufen könnt, die ich euch dann live in die Sendung reinhole, wo ihr dann eure Musikwünsche äußern könnt und natürlich auch eure Frau oder euren Freund oder auch euer Meerschweinchen grüßen könnt. Ja, ich sage tschö und natürlich die Jutta auch. Ja, tschüss.